Im heutigen Video gibt es eine Zusammenstellung für euch rund um Themen über Severus Snape. Viel Spaß! Während der gesamten Saga schwankt Harry in Bezug auf Snape hin und her. Die beiden haben eine wechselhafte Beziehung. Snape ist Harrys Professor, sein Lehrer, sein Vorgesetzter, aber er war auch der Mann, den Harrys Mutter abgelehnt hatte. Dies schuf eine Grundlage für Konflikte in ihrer Beziehung, die es schwierig machte, miteinander auszukommen. Zudem sah Snape in Harry viele Ähnlichkeiten zu James Potter, seinem einstigen Tyrann in der Kindheit, was er nur schwer überwinden konnte. In seinen letzten Augenblicken wird jedoch enthüllt, dass Snape auch einen Teil von Harrys Mutter in ihm gesehen hat, ihre Augen. Dies gab er erst zu, als er kurz vor dem Tod stand. Snape war ein stolzer Mann und versuchte immer gefasst zu bleiben und gab nur ungern Fehler zu. Doch die Wahrheit ist, dass Snape Unrecht hatte und er wusste es. Er wusste, dass er niemals die Schuld für die Taten seiner Eltern einem unschuldigen Jungen zuschieben sollte. Doch Snape ist nun mal Snape und er tat, was notwendig war, um mit seinen unglücklichen Umständen umzugehen. Angenommen also, dass Snape ein ehemaliger Todesser war, Harry während seines Lebens erheblich schikanierte und sogar Dumbledore vor seinen Augen ermordete, ist es schwer vorstellbar, wie Harry ihm jemals hätte vertrauen können, selbst auf dem Sterbebett. Dennoch, in den Heiligtümern des Todes, als Snape zusammenbricht, nachdem er brutal von Nagini angegriffen wurde, blickt Harry auf einen verletzlichen Schatten des Snapes, den er kannte. Zu diesem Zeitpunkt sammelte Harry Snapes Tränen ein. Ein schreckliches, röchelndes, gurgelndes Geräusch entwich Snapes Kehle. Nimm es, nimm es! Etwas, das mehr als nur Blut war, sickerte aus Snape. Es war silbrig-blau, weder gasförmig noch flüssig. Es strömte aus seinem Mund, seinen Ohren und seinen Augen. Harry wusste, was es war, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Hermine drückte ihm ein Fläschchen in die zitternde Hand, das aus dem Nichts herbeigezaubert worden war. Harry füllte die silberne Substanz vorsichtig mit seinem Zauberstab in das Fläschchen. Als dieses bis zum Rand gefüllt war und Snape den Anschein hatte, als hätte er kein Blut mehr in sich, lockerte er seinen Griff um Harrys Gewand. In dieser Szene überreichte Snape Harry seine Tränen, damit dieser sie in das Denkarium bringen konnte. Der Zweck war einfach: Harry die gesamte Geschichte zu erzählen und ihm zu helfen, seine eigene Tragödie zu verstehen, außerdem Harry die Wahrheit zu sagen. Erschöpft und gekränkt begab sich Harry in Dumbledores Büro. Dort ging er direkt zum Denkarium und goss Snapes Tränen ein. In diesem Augenblick erfährt Harry endlich, dass Snape tatsächlich zu den Guten gehörte. Snapes Vergangenheit wird enthüllt, seine Tragödie, die Schikanen durch Harrys Vater, sein verzweifelter Versuch, das Leben von Harrys Mutter zu retten und die Gespräche mit Dumbledore, die seine wahren Beweggründe offenbaren. Und plötzlich wurde alles klar. Aber in dieser Szene habe ich mich immer gefragt, warum Harry Snape vertraute. Zu diesem Zeitpunkt hatte Snape noch nicht bewiesen, dass er zu den Guten gehörte. Voldemort hatte Snape zwar angegriffen, aber Voldemort war ein skrupelloser dunkler Zauberer, der dafür bekannt war, sich aus Wut auch gegen seine eigenen Anhänger zu wenden. Könnten Snapes Tränen nicht eine allerletzte Ablenkung gewesen sein, ein letzter Dienst für einen treuen Diener des dunklen Lords? Zwei Möglichkeiten kommen mir sofort in den Sinn, wie Snape Harry hätte täuschen können. Die erste Möglichkeit ist natürlich, dass Snape im Sterben lag, aber dennoch Voldemort gegenüber loyal blieb. In diesem Szenario könnte Snape durchaus seine Erinnerungen manipuliert und Harry in den Tod geschickt haben. Die alternative Möglichkeit besteht darin, dass Snape tatsächlich nicht im Sterben lag und dass dies alles eine raffinierte List war. Da Malfoy derjenige war, der Dumbledore entwaffnete, ist es nicht völlig unvernünftig anzunehmen, dass Malfoy Snape davon erzählt haben könnte. Eine Nachricht, die er an Voldemort weitergeleitet hätte, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich das Eigentum durch Entwaffnung anzueignen. Mit Harrys Emotionen spielend, könnte die ganze Inszenierung von Snapes Tod ein ausgeklügeltes Arrangement gewesen sein, um Harry in eine heikle Situation zu bringen. Nun, es gibt also einige Gründe, warum ich denke, dass Harry Snape vielleicht nicht hätte trauen sollen. Doch andererseits gibt es auch Argumente dafür, dass Harry in diesem Moment die richtige Entscheidung getroffen hat. Erstens war es völlig ungewohnt, Snape in einem solchen Zustand zu sehen, und obwohl Harry ängstlich war, wusste er tief in seinem Inneren, dass Snape ihm nicht vertrauen würde. Er wusste, dass Snape sich unter keinen Umständen in eine derart komprimierende Lage begeben würde. Er wusste nicht, warum er es tat, warum er sich diesem sterbenden Mann näherte. Er wusste nicht, was er empfand, als er Snapes bleiches Gesicht und die Finger sah, die verzweifelt versuchten, die Blutung an seinem Hals zu stoppen. Harry nahm den Unsichtbarkeitsumhang ab und starrte auf den Mann, den er verabschiedete.
verabscheute. Snapes schwarze Augen weiteten sich, als er versuchte zu sprechen. Harry neigte sich über ihn und Snape griff nach dem vorderen Teil seines Umhangs und zog ihn näher an sich. Harry ging nicht völlig unbereitet vor, er kannte die Täuschungsfähigkeiten, die Snape besaß, aber in diesem Moment wurde er Zeuge davon, wie ein Mann, der normalerweise stolz und gefasst war, völlig zusammenbrach und hilflos war. In diesem Augenblick überkam Harry der Gedanke, dass Snape vielleicht nicht so schlimm war, wie er immer gedacht hatte. Harry wusste nicht genau warum, aber er spürte, dass er sich Snape in seinen letzten Augenblicken nähern musste, und das stellte sich als die richtige Entscheidung heraus. Snape starb, als er in die Augen eines Jungen blickte, der ihm mehr bedeutete, als Harry jemals erahnt hatte. Es war der Junge, der das Gesicht des Mannes gezeichnet hatte, der ihn in seiner Kindheit schikaniert hatte, und die Augen der einzigen Frau, die er je geliebt hatte, derselben Frau, die ihr eigenes Leben opferte, um diesen Jungen zu retten. In seinen letzten Atemzügen, zumindest in der Filmversion, blickte Snape direkt in Harrys Gesicht und sprach die legendären Worte: „Du hast die Augen deiner Mutter, Harry." Die Augen hatten Snape mehr Schmerz bereitet als alles andere in seinem Leben. Gleichzeitig waren es jedoch genau die Augen, die es Snape ermöglichten, Liebe zu empfinden und sich lebendig zu fühlen. Im Buch sagte er schlicht zu Harry: „Schau mich an." Ich denke, Snapes Verwundbarkeit zusammen mit Dumbledores wiederholter Behauptung, dass Snape auf ihrer Seite stand, reichte Harry aus, um ihm eine Chance zu geben. In den letzten Büchern bekräftigte Dumbledore immer wieder, dass Snape auf ihrer Seite war, auch wenn er von anderen immer wieder darauf angesprochen wurde. Die anderen haben ihm nicht vertraut und waren nicht überzeugt. Außerdem erklärte Dumbledore nie, warum er Snape vertraute, sondern betonte nur, dass er es bedingungslos tat. Selbst an dem Tag, an dem Snape Dumbledore tötet, spricht Harry das Thema von Snapes Loyalität ihm gegenüber an. „Aber er ist ein sehr geschickter Okklumentiker, nicht wahr, Sir?“, sagte Harry, dessen Stimme zitterte, während er sich bemühte, ruhig zu bleiben. „Und ist Voldemort nicht überzeugt, dass Snape auf seiner Seite steht, selbst jetzt? Professor, wie können Sie sich so sicher sein, dass Snape auf unserer Seite ist?“ Dumbledore schwieg einen Moment lang und schien zu überlegen. Schließlich antwortete er: „Ich bin mir sicher. Ich vertraue Severus Snape uneingeschränkt." Jetzt werden wir eine Theorie erörtern, die sich um Severus Snape und seine Fähigkeit zum Fliegen dreht. Dabei werden wir auch die gängige Annahme in Frage stellen, dass Voldemort derjenige war, der ihm diese Fähigkeit beigebracht hat. Allerdings möchte ich zu Beginn klarstellen, wenn ich von Fliegen spreche, meine ich nicht die Verwendung eines Besens. Vielmehr beziehe ich mich auf Snapes Fähigkeit, sich durch die Luft zu bewegen, ohne ein herkömmliches Fluggerät wie ein Besen zu nutzen. Eine seltene und außergewöhnliche Fähigkeit, die nur wenigen Auserwählten in der Harry Potter-Reihe vorbehalten ist. In den Harry Potter Filmen sehen wir die Todesser bei zahlreichen Gelegenheiten fliegen, zum ersten Mal im Orden des Phönix. Später im Halbblutprinzen beobachten wir erneut, wie die Todesser verschiedene Dinge und Leute angreifen. Da wir sie direkt vor unseren Augen fliegen sehen, haben viele Fans den Glauben entwickelt, dass jeder gewöhnliche Todesser tatsächlich flugfähig ist. Das ist jedoch keineswegs der Fall. In den Büchern werden die Todesser an keiner Stelle fliegend dargestellt, sondern lediglich apparierend. Die einfache Lösung für dieses Rätsel ist also, dass die Filmemacher im Namen interessanter visueller Effekte das Erscheinen oder die Teleportation einfach wie Fliegen aussehen ließen. Doch nur weil die Todesser nicht fliegen konnten, bedeutet das keineswegs, dass niemand dazu in der Lage war. Tatsächlich kommen mir zwei Zauberer in den Sinn, wenn ich an das Fliegen denke: Lord Voldemort und Severus Snape. Und wie es der Zufall will, besaßen diese beiden Zauberer die Fähigkeit des ungestützten Flugs. Hier ein kleines Beispiel. Und dann sah Harry ihn. Voldemort flog wie Rauch im Wind, ohne Besenstiel oder Testrale, die ihn hielten. Sein schlangenartiges Gesicht leuchtete aus der Schwärze. Seine weißen Finger hoben erneut den Zauberstab. J.K. Rowling soll gesagt haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen besitzen, aber dass die große Mehrheit einen Besen braucht, um sie zu nutzen. In Voldemorts Fall war er so fokussiert und mächtig, dass er in der Lage war, die Kraft zu kanalisieren und die Energie durch sich selber und nicht durch den Besen nutzbar zu machen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit ist ein Indiz für eine wahrhaft mächtige Hexe oder mächtigen Zauberer. Ebenfalls beobachten wir Severus Snape, den einzigen anderen bekannten fliegenden Zauberer mit einem Besen, wie er in den Heiligtümern des Todes von Hogwarts davonschwebt. „Er ist gesprungen", sagte Professor McGonagall. „Sie meinen tot?" Harry sprintete zum Fenster. „Nein, er ist nicht tot", sagte McGonagall. „Er scheint ein paar Tricks von seinem Meister gelernt zu haben." In den Büchern vermutet McGonagall, dass Snape seine Fähigkeit zum Fliegen durch seine Nähe zu Lord Voldemort entwickelt hat. Zu einem bestimmten Zeitpunkt galt Voldemort als der einzige bekannte Zauberer, der die Fähigkeit zum Fliegen ohne Besen besaß. Daher war McGonagalls Behauptung durchaus nachvollziehbar.
Wenn Voldemort der einzige bekannte Flieger ist und plötzlich Snape fliegen kann, ist es nur logisch anzunehmen, dass Voldemort ihm diese Fähigkeit beigebracht hat. Wie dem auch sei, an dieser Stelle beginnt die Theorie, sich einzuschleichen. Während die allgemeine Annahme besagt, dass Voldemort Snape das Fliegen beigebracht hat, neige ich eher dazu, weil ich eine Theorie im Internet gefunden habe, dass es tatsächlich das Gegenteil ist. Beide Zauberer sind dafür bekannt, den Status quo der Zauberei ständig in Frage zu stellen. Die Erfindung von Zaubersprüchen und das Experimentieren mit neuen Formen der Magie scheinen eher etwas zu sein, dem Snape nachgegangen wäre. Voldemort hingegen war zu sehr damit beschäftigt, sein Leben zu verlängern und seine Forschungen auf der dunkleren Seite des Spektrums voranzutreiben. Ein weiteres starkes Argument, das gegen die Annahme spricht, dass Lord Voldemort derjenige war, der Snape unterrichtete, ist die Tatsache, dass Voldemort ähnlich wie bei seinen Horcruxen niemals Magie weitergeben würde, die ihn außergewöhnlich machen würde. Selbst wenn er die Fähigkeit zu fliegen entwickelt hätte, würde er sie keinesfalls mit seinen Anhängern teilen, selbst wenn dadurch ein Wettbewerbsvorteil entstehen würde. Schließlich war Lord Voldemort arrogant und maßlos überheblich. Das bringt uns zu einer entscheidenden Frage. Wenn Voldemort Snape nicht das Fliegen beigebracht hat, wer war es dann? Und hier tritt Lily Evans in Erscheinung. Lachend schwang sich Lily höher als ihre Schwester. Sie zitterte vor Aufregung über das, was sie vorhatte zu tun. »Lily, tu es nicht«, kreischte Petunia. Aber ihre Worte kamen zu spät. Lily hatte die Schaukel bereits losgelassen und schwebte höher und höher in die Luft. Mit einem lauten Lachen schleuderte sie sich in die Lüfte, anstatt auf dem Asphalt des Spielplatzes aufzuprallen. Wie eine Trapezkünstlerin schwebte sie durch die Luft, hielt sich viel zu lange oben und landete viel zu leicht. Lily hatte das schon immer gerne gemacht. Das Gefühl, durch die Luft zu schweben, gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Mami hat gesagt, du sollst das nicht. Petunia stoppte ihren Schwung. »Mami hat gesagt, dass du das nicht darfst, Lily. Aber mir geht es gut«, sagte Lily und sie kicherte immer noch. »Petunia, sieh dir das an, schau, was ich kann.« Der obige Text lässt vermuten, dass Lily Evans möglicherweise die erste Hexe in der Welt der Zauberer war, die versehentlich in das Reich des Fluges eintauchte, ohne Besen. Und mit wem verbrachte Severus Snape in seiner Jugend eine beachtliche Menge an Zeit? Natürlich mit Lily Evans. Severus Snape wurde am 9. Januar 1960 geboren und wuchs in der Muggelbehausung von Spinner's End auf, einem schäbigen Vorort von Cokeworth. Um dem Elend seines Zuhauses zu entfliehen, streifte Severus oft durch die Nachbarschaft. Da es sich um eine Gegend handelte, in der die Mehrheit der Einwohner Muggel waren, waren die meisten Begegnungen von Severus mit seinen Nachbarn von Menschen geprägt, die weder aus magischen Familien stammten, noch über magische Fähigkeiten verfügten. Wahrscheinlich war Snape deshalb so begeistert, als er im Alter von 9 Jahren den Evans-Schwestern Lily und Petunia begegnete und sich schnell von Lillys Fähigkeiten zu zaubern beeindrucken ließ. Es wird behauptet, dass Severus sich fast sofort in Lily verliebte und allein die Tatsache, dass sie ein wenig zaubern konnte, ihn wahrscheinlich in den Bann zog. Fast unmittelbar nachdem sie sich kennengelernt hatten, begann Snape Lily in eine Reihe von ersten Erfahrungen in der Zaubererwelt einzuführen. Da Lily aus einer Muggelfamilie stammte, wusste sie nicht einmal, dass die Zaubererwelt existierte, bis Snape ihr die Dinge erklärte. Dank Snape gewöhnte sich Lily sehr schnell an alles, was mit Magie zu tun hatte, und bereitete so ihren Eintritt in die Zaubererwelt vor. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Unterricht nicht ganz einseitig war. Sicher, Snape hat Lily viel über die Zaubererwelt beigebracht, aber was, wenn Lily auch Snape etwas lehrte? Als junger Mann war Snape in Lily vernarrt und ihre Entdeckung einer relativ unbekannten und unerforschten magischen Fähigkeit wie dem Fliegen hätte zweifellos seine Zuneigung zu ihr weiter verstärkt. Ich will damit nicht sagen, dass Lily Evans, eine junge Hexe ohne jegliche Erfahrung in der Welt der Zauberer, fliegen kann wie Severus Snape. Jedoch ist es eine der wenigen Stellen in den Büchern, die sich auf das Fliegen in irgendeiner Form bezieht, und dabei handelt es sich auch noch um das älteste Beispiel. Es ist in den Büchern gut dokumentiert, dass einige Hexen und Zauberer bestimmte Veranlagungen zu bestimmten Zaubern und Fähigkeiten haben. Es ist durchaus möglich, dass Lillys besonderes Talent das Fliegen war, oder zumindest das Frühstadium davon. Bevor sie Hogwarts besuchte, hatte Lily über Snape hinaus keine Verbindung zur Welt der Zauberer. Daher ist es nur logisch anzunehmen, dass sie ihr begrenztes Wissen mit ihm während ihrer gemeinsamen Zeit teilte. Und sie wäre wohl kaum die einzige Hexe oder der einzige Zauberer in der Geschichte, der ein einzigartiges Stück von Magie geheim gehalten hat. Voldemort hatte seine Horcruxe, Snape hatte sein Buch voller Zaubersprüche und die Rumtreiber hatten ihre Animagus-Fähigkeiten. Die Flugfähigkeit könnte Snapes und Lillys kleines Geheimnis gewesen sein. Wie Voldemort zu dieser Fähigkeit kam, nun, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste wäre, dass Voldemort das Fliegen einfach ganz alleine herausgefunden hat. Als einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten konnte er oft erreichen, was er sich
sich in den Kopf gesetzt hatte. Dass er die Fähigkeit zu fliegen ganz allein entwickelt hat, liegt nicht außerhalb des Bereichs des Möglichen. Und zweitens hätte Voldemort natürlich gesehen, wie Snape flog, und anscheinend verlangte er auch, dass dieser ihm diese Fähigkeit beibringt. Über die Jahre hinweg musste Snape viele Dinge vor Lord Voldemort verbergen, und da Voldemort die Macht als Legilimentiker besaß, ist es durchaus möglich, dass er erkannte, dass er dem dunklen Lord von Zeit zu Zeit einige Geheimnisse preisgeben musste. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass laut Rowling jede Hexe und jeder Zauberer die angeborene Fähigkeit zu fliegen hat. Man muss nur mächtig oder konzentriert genug werden, um sie zu kanalisieren. So wie ein junger Zauberer lernt, auf dem Besen zu fliegen, müssen Hexen und Zauberer hart daran arbeiten, wenn sie das ungestützte Fliegen erlernen wollen. Was denkt ihr dazu? Führt die Passage, in der es darum geht, dass Lily durch die Luft schwebt, in eine Sackgasse, oder hat sie eine gewisse Aussagekraft? Was haltet ihr von der Idee, dass das Fliegen in Harry Potter direkt von Lily Evans stammt? Lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und gebt mir Bescheid, falls ich etwas übersehen haben sollte. Während seiner Schulzeit in Hogwarts kritzelte Severus Snape allerlei Zaubersprüche und Flüche in sein Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung, das er unter dem Pseudonym der Halbblutprinz führte. Als Harry Potter zum ersten Mal in Slughorns Zaubertrankklasse kommt, hat er das Glück, dasselbe Lehrbuch zu finden, in das einst ein junger, geplagter Snape pures Gold reingeritzt hat. Harry benutzte das Buch eine Weile, da es für jede einzelne von Slughorns Lektionen einfachere und klarere Anweisungen lieferte, denen er folgen konnte. Das Buch fungierte gewissermaßen wie ein Spickzettel für alle Zaubertranklektionen. Doch es enthält nicht nur Ratschläge zur Herstellung von Zaubertränken oder zur Perfektionierung bestehender Zaubersprüche, sondern auch Zaubersprüche, die für Harry völlig neu sind. Zaubersprüche, von denen er noch nie gehört hat, denn es handelte sich um von Snape selbst erschaffene Zaubersprüche. Sectum Sempra ist einer dieser Zaubersprüche. Er wird zum ersten Mal in den Filmen gesehen, als Harry ihn im Halbblutprinzen gegen Draco Malfoy einsetzt. Der Name Sectum Sempra setzt sich aus zwei lateinischen Wörtern zusammen. Sectus, was schneiden bedeutet, und Sempra, was so viel bedeutet wie immer. Sectum Sempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt und bei seinem Opfer Risse, Blutungen und Schnitte verursacht. Oftmals bleibt das Ziel nach dem Angriff regungslos liegen, während es Blut verliert. Der folgende Auszug beschreibt die Wirkung des Zaubers. Blut spritzte aus Malfoys Gesicht und Brust, als wäre er mit einem unsichtbaren Schwert aufgeschlitzt worden. Er taumelte rückwärts und brach mit einem lauten Platschen auf den wasserdurchtränkten Boden. Sein Zauberstab fiel ihm aus der schlaffen rechten Hand. Malfoys Gesicht leuchtete, nun scharlachrot, und seine weißen Hände kratzten an seiner blutgetränkten Brust. Anhand der obigen Beschreibung wird deutlich, dass Sectum Sempra ein unglaublich bösartiger dunkler Fluch ist. Sicherlich nichts, womit Kinder im Schulalter hantieren sollten. Vor Sectum Sempra erfand Snape noch eine ganze Reihe anderer Zaubersprüche, darunter Levi Corpus, ein Zauber, der bewirkt, dass das Ziel an den Knöcheln in die Luft gehoben wird und kopfüber hängt. Libera Corpus ist der Gegenzauber zu Levi Corpus. Der Muffliato-Zauber erzeugt ein summendes Geräusch, das andere daran hindert, private Gespräche zu belauschen, und Langlock ist ein Zauber, der die Zunge des Opfers vorübergehend an den Gaumen klebt. Aber das Besondere an Snapes anderen Zaubern ist, dass sie im Vergleich zu Sectum Sempra ziemlich harmlos waren. Aber was genau erklärt den drastischen Anstieg des Gewaltniveaus im Vergleich zu seinen vorherigen Zaubersprüchen? Während seiner Zeit an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wurde Severus Snape unerbitterlich von einer Gruppe von Schülern gemobbt, die als die Rumtreiber bekannt waren. Diese Gruppe setzte sich aus James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew zusammen. Angeführt von James nahm die Gruppe oft Snape ins Visier, da er introvertiert und isoliert war. Sie machten sich häufig über ihn lustig, beleidigten sein Aussehen und minderten seine Talente. Ihr Mobbing ging über bloße verbale Quälerei hinaus, da sie Snape mit Zaubersprüchen verhexten und demütigten, wodurch er verwundbar und gedemütigt wurde. Dieses Mobbing hat nicht nur Snape zutiefst getroffen, sondern hatte auch langanhaltende Auswirkungen auf seine Beziehung und sein späteres Verhalten. Alle von Snape erschaffenen Zaubersprüche hatten dabei ein gemeinsames Ziel, diese Tyrannen abzuschrecken. Aber in welcher Situation hätte Snape den Einsatz von Sectum Sempra rechtfertigen können? Warum hätte er die Dinge so eskalieren lassen? Nach dem traditionellen Verständnis der Situation hat Snape diesen dunklen Fluch geschaffen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Aber diese heutige Theorie zeigt auf, es könnte einen speziellen Grund für die Entwicklung dieses Zaubers geben, und dieser hängt mit Remus Lupin zusammen. Remus war nämlich anders als die anderen Rumtreiber. In seiner früheren Lebensphase wurde er von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback angegriffen.
Er schlug mitten in der Nacht zu. Greyback biss den jungen Remus und infizierte ihn mit Lykanthropie, der Krankheit, die mit Werwölfen in Verbindung gebracht wird. Fenrir tat dies als Racheakt an Remus' Vater Lyle. Von da an wurde Remus' Leben sehr viel komplizierter. Zum Glück für Remus fand er in den Rumtreibern eine sehr unterstützende Gruppe von Freunden, die vollstes Verständnis für seinen Zustand hatten und alles unternahmen, um sein Leben so normal wie möglich erscheinen zu lassen. An einem schicksalshaften Abend wurde Snape jedoch Opfer eines grausamen Streiches des Rumtreibers Sirius Black, eines Tricks, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Wie Remus sagte, Professor Snape war mit uns in der Schule. Er hat sich stark gegen meine Ernennung zum Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gewehrt. Das ganze Jahr über hat er Dumbledore darauf hingewiesen, dass man mir nicht trauen kann. Er hatte seine Gründe dafür. Siehst du, Sirius hier hat ihm einen Streich gespielt, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Ein Streich, in den ich verwickelt war. Black machte ein spöttisches Geräusch. Das hätte ihm gut getan, spottete er. Herumschleichen, um herauszufinden, was wir vorhatten, in der Hoffnung, dass er uns von der Schule verweisen könnte. Severus Snape hat sich sehr dafür interessiert, wo ich jeden Morgen hingegangen bin, erzählte Lupin, Harry, Ron und Hermine. Wir waren im selben Jahrgang, wisst ihr, und wir mochten uns nicht besonders. Er mochte besonders James nicht. Ich glaube, er war neidisch auf James' Talent auf dem Quidditch-Feld. Jedenfalls hatte Snape gesehen, wie ich eines Abends mit Madame Pomfrey über das Gelände ging. Sie führte mich zur peitschenden Weide, um mich zu verwandeln. Sirius dachte, es wäre amüsant, Snape zu erzählen, er müsse nur den Knoten am Baumstamm mit einem langen Stock berühren und schon könne er mir folgen, wenn ich hineingehe. Nun, natürlich hat Snape es versucht. Wenn er bis zu diesem Haus gekommen wäre, hätte er einen ausgewachsenen Werwolf getroffen. Aber dein Vater, der gehört hatte, was Sirius getan hatte, ging Snape nach und zog ihn zurück, indem er sein eigenes Leben riskierte. Snape erblickte mich jedoch am Ende des Tunnels. Dumbledore hatte ihm verboten, es jemandem zu sagen, aber von da an wusste er, was ich war. Das ist also der Grund, warum Snape dich nicht mag, sagte Harry langsam, weil er dachte, du wärst in den Scherz eingeweiht gewesen. Aus der obigen Passage können wir nun zwei Dinge erschließen. Erstens wäre Snape sofort klar geworden, dass die Streiche, die von den Rumtreibern mit ihm gespielt wurden, nun ein neues und gefährliches Ausmaß angenommen haben. Zweitens wäre Snape nun voll und ganz über Lupins Lykanthropie im Klaren. Und was kann man von einem mächtigen, kreativen Zauberer erwarten, der mit allerlei Herausforderungen konfrontiert ist? Natürlich die Erschaffung eines bösartigen, dunklen Fluches, Sectum Sempra. Doch hier wird es noch etwas spannender. Die aktuellen Überlieferungen liefern keine weiteren überzeugenden Beweise dafür, dass Snape weitere Begegnungen mit Remus in seiner Werwolfsgestalt hatte. Angesichts der komplexen und verschlungenen Geschichte von Snape und den Rumtreibern scheint es jedoch sehr wahrscheinlich, dass es weitere Begegnungen zwischen Snape und Lupin während seiner Werwolfstransformation gegeben haben könnte. Diese Begegnungen könnten absichtlich aus dem Kanon gestrichen worden sein, um das Überraschungsmoment und die Spannung um den geheimen Aktivitätenradius der Rumtreiber zu bewahren. Trotz des Mangels an expliziten Berichten kann man davon ausgehen, dass Snapes Begegnungen mit Lupins Werwolfsgestalt seine Wahrnehmung von Lupin maßgeblich beeinflusst haben und seine langjährige Feindschaft gegen ihn geschürt haben. Ich glaube, dass Snape Sectum Sempra für Lupin erschaffen hat. Und ich glaube, dass er es letztendlich gegen ihn eingesetzt hat. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass er seinen Gegenfluch ebenfalls für ihn erschaffen hat. Hierfür gibt es folgenden Grund. Obwohl ich zugeben muss, dass dies eher auf den Film als auf das Buch bezogen ist, so war Remus Lupin zumindest in den Filmen mit Narben übersät. Die herkömmliche Annahme wäre, dass diese Narben entweder von den Wunden stammen, die er durch den Angriff von Fenrir Greyback erlitten hat, oder von selbst zugefügten Verletzungen, die er sich zufügte, weil er behauptete, sich selbst gebissen oder gekratzt zu haben, als er den Trank nicht zu sich nahm. Aber die heutige Theorie besagt, dass einige der schwersten Narben auf Remus Lupins Haut von Severus Snape stammen. Während der Schlacht der Sieben Potters versuchte Snape mit Sectum Sempra die Hand eines Todessers abzutrennen, rutschte jedoch aus und schnitt stattdessen versehentlich Georges linkes Ohr ab. Nach diesem Vorfall zeigte sich Remus rasch betroffen, fast so als wäre er selbst schon einmal mit einer solchen Verletzung konfrontiert gewesen. Remus Lupin sagte, er hat ein Ohr verloren, Snapes Werk. Und da George Weasleys Ohr durch Sectum Sempra abgetrennt wurde, ist es für immer verloren, da Fluchverletzungen im Allgemeinen nicht heilbar sind.
Und möglicherweise ist dies der Grund, warum Lupin nach so vielen Jahren immer noch sichtbare Spuren an seinem Körper hat. Sie wurden ihm durch einen bösartigen dunklen Fluch hinzugefügt. In Anbetracht dessen, dass der Fluch in seinem Zaubertränke-Lehrbuch mit für Feinde beschriftet ist, könnten einige argumentieren, dass er für niemanden speziell bestimmt war. Andere werden jedoch behaupten, dass Sectum Sempra eigentlich gegen James Potter eingesetzt werden sollte. Das Hauptargument dafür ist, dass Snape einen sehr ähnlich aussehenden Zauberspruch einst gegen James verwendet hat. Es gab einen Lichtblitz und eine klaffende Wunde erschien an der Seite von James' Gesicht und seine Robe wurde mit Blut bespritzt. Und obwohl es stimmt, dass Snape eine Wunde im Gesicht von James verursacht hat, ist es wichtig zu beachten, dass Sectum Sempra ein unglaublich gefährlicher Fluch ist. Im Der Halbblutprinz, als Harry den Fluch bei Draco anwendet, ist die Wirkung weitaus gravierender. Draco bricht zusammen, blutet stark und benötigt sofortige medizinische Hilfe. Wenn Snape nicht aufgetaucht wäre und den Gegenfluch Vulnera Sanento eingesetzt hätte, wäre Draco möglicherweise gestorben. Wenn Snape tatsächlich Sectum Sempra gegen James eingesetzt hätte, wären die Verletzungen wahrscheinlich schwerwiegender gewesen und hätten bleibende Narben hinterlassen, denn Verletzungen durch dunkle Magie sind nicht leicht zu heilen. Daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass Snape Sectum Sempra bei James angewendet hat, da dies nicht mit den erwartenden Ergebnissen des Zaubers übereinstimmt. Es ist außerdem durchaus möglich, dass Snape den Gegenzauber Vulnera Sanento nur für Lupin erschaffen hat. In der Erwartung, dass er eines Tages in eine Auseinandersetzung mit Remus Werwolfsgestalt verwickelt werden könnte, hätte Snape als kluger junger Zauberer wahrscheinlich auch in Betracht gezogen, dass Lupin nach dem Kampf in seine menschliche Gestalt zurückkehrt. Da er Lupin nicht töten wollte, sondern nur eine Botschaft übermitteln wollen würde, wäre Vulnera Sanento nach Remus Rückkehr in seine menschliche Form einsatzbereit gewesen, nachdem der Kampf vorbei war. Natürlich handelt es sich bei all diesen Überlegungen lediglich um Theorien. Ich bin jedoch der Meinung, dass sie bestimmte Aspekte der Harry Potter Geschichte angemessen behandeln, insbesondere solche, die vergleichsweise wenig erforscht sind, wie zum Beispiel Snapes Drang, seinen Vorsprung zu erweitern und einen potenziell tödlichen dunklen Fluch zu erschaffen, Remus sofortige Erkennung von Snapes Werk, obwohl Snape niemals Sectum Sempra gegen James angewendet hat. Beginnen wir mit der ersten Theorie, und diese besagt, dass Severus Snape ein Vampir ist. In der Welt von Harry Potter sind Vampire zwar nicht Hauptfiguren, jedoch wissen wir aufgrund eines Auftrittes in Harry Potter und der Halbblutprinz, dass sie im Potter-Universum existieren. Harry trifft in diesem Buch auf einen Vampir namens Sanguini. Die Theorie, die ich nun vorstellen möchte, besagt, dass es einen Vampir in der Geschichte gibt, der viel näher an unserer Hauptfigur liegt, als wir denken, und zwar Severus Snape. Warum glauben einige, dass Severus Snape ein Vampir ist? Nun, seine Figur weist erstaunlicherweise viele charakteristische Eigenschaften eines Vampires auf. Das erste bedeutsame Merkmal, das ins Auge sticht, ist die Abneigung gegen Sonnenlicht. Es ist allgemein bekannt, dass Vampire, ähnlich wie einige andere Tiere, das Sonnenlicht meiden. Sie bevorzugen das Leben in der Dunkelheit und einige verbringen ihr Dasein in ständiger Finsternis. Das beschreibt Severus Snape eigentlich sehr treffend. Snapes Büro in den Kerkern von Hogwarts wird wie folgt beschrieben. Das Büro war ein düsterer, schwach beleuchteter Raum in den Schulkerkern. An den schattigen Wänden befanden sich Regale mit großen Glasgefäßen, die mit unappetitlichen Dingen gefüllt waren, wie Tier- und Pflanzenteilen, die in Tränken verschiedener Farben schwammen. Snapes Büro konnte wohl als das finsterste und unheimlichste unter den Büros von Hogwarts-Personal bezeichnet werden. Und der schwach beleuchtete, düstere Raum in den Gewölbekellern der Schule erscheint wie der ideale Ort für eine ganz bestimmte Kreatur, ein Vampir. Ja, wir haben Severus Snape zwar während seiner Schulzeit unter direktem Sonnenlicht gesehen, aber es ist dennoch denkbar, dass jemand später im Leben zum Vampir wird und nicht gleich als Vampir geboren wird. Es ist durchaus möglich, dass er einen Weg gefunden hat, Zeit im Sonnenlicht zu verbringen, denn wir wissen, dass er ein äußerst talentierter Zauberer und ein hervorragender Zaubertränkebrauer ist. Das nächste Merkmal, auf das ich hinweisen möchte, betrifft die geschärften Sinne von Snape. Es wird gesagt, dass Vampire ein verbessertes Sehvermögen, Gehör und einen stärkeren Geruchssinn haben. Obwohl ich nicht viele konkrete Beispiele dafür habe, dass Snape übersinnliche Sinne zeigt, scheint er die Gewohnheit zu haben, immer dann aufzutauchen, wenn Schüler gegen Regeln verstoßen. Sei es, dass sie ihre Gemeinschaftsräume verlassen, wenn sie es nicht sollten, oder sich in Angelegenheiten einmischen, die sie nichts angehen. Okay, offensichtlich, er streift nachts durch das Schloss, aber er scheint auch äußerst aufmerksam darauf zu sein, was im Schloss zu jeder Zeit vor sich geht und was jeder so tut.
Wenn du dich an die Nacht erinnerst, in der Harry Potter seinen Unsichtbarkeitsumhang benutzte, um in den gesperrten Bereich der Bibliothek zu gelangen, wirst du dich daran erinnern, dass er auf Snape und Quirrell stieß. Obwohl Harry unter dem Unsichtbarkeitsumhang, einem äußerst fortschrittlichen magischen Artefakt, verborgen war, schien Snape dennoch eine gewisse Ahnung davon zu haben, dass sich jemand in seiner Nähe befand, was sich in seinem Verhalten zeigte. Er schlich rum und guckte und wusste irgendwie, dass jemand da war. Dies könnte auf seine möglicherweise geschärften Sinne hindeuten. Als nächstes können wir uns der Metamorphose oder in der Welt von Harry Potter der Verwandlung zuwenden. Vampiren wird die Fähigkeit nachgesagt, sich in eine andere Form zu verwandeln, wie zum Beispiel in eine Fledermaus, oft hinter einem Umhang verborgen. Nach dieser Verwandlung verschwinden sie einfach und erwecken die Illusion, dass sie verschwunden sind, und dann fliegen sie davon, um ihren Verfolgern zu entkommen. In einem bestimmten Fall führt Snape genau diese Art von Verwandlung durch. In den Heiligtümern des Todes lesen wir Snape vom Turm des Schlosses springen. Die nachfolgende Szene zeigt, wie Snape vor McGonagall, Harry und einigen anderen Schülern davongleitet. Er ist gesprungen, sagte Professor McGonagall. Meinen Sie, er ist tot? Harry sprintet zum Fenster. Nein, er ist nicht tot, erwiderte McGonagall. Es scheint, als hätte er einige Tricks von seinem Meister gelernt. Diese Passage legt nahe, dass Snape davongeflogen ist. J.K. Rowling soll behauptet haben, dass alle Zauberer von Natur aus die Fähigkeit zum Fliegen besitzen, aber die große Mehrheit benötigt einen Besen, um diese Fähigkeit auszuleben und zu kanalisieren. Im Fall von Voldemort war er so konzentriert und mächtig, dass er die Kraft bündeln konnte, um ohne Unterstützung zu fliegen. Er nutzte die Energie durch seine eigene Magie und nicht durch den Besen. Möglicherweise hat Snape dasselbe getan, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er dies auf eine andere, beinahe vielleicht schon vampirische Weise getan hat. Um auf die erste Passage zurückzukommen, in der Snape vom Turm von Hogwarts springt, gibt es eine Zeile, die meine Neugier geweckt hat. Ich denke, sie könnte Licht auf seine Flugmethode werfen. Snapes geheime Nachricht: Harry sah eine riesige, fledermausartige Gestalt durch die Dunkelheit fliegen. Was die Bücher betrifft, behält Voldemort seine ursprüngliche Form bei, wenn er ohne Unterstützung fliegt. Doch was ist mit dieser fledermausähnlichen Form, die Snape benutzt? Warum sollte Snape einer Fledermaus ähneln? Meine Antwort hierauf: Snape könnte ein Vampir sein. Kommen wir nun zur Theorie Nummer 2. Und diese beschäftigt sich mit dem Grund, warum Severus Snape nie Professor für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts wurde. Das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste ist von zentraler Bedeutung in Hogwarts und soll den Schülern beibringen, sich gegen dunkle Zauberer und Kreaturen zu verteidigen. Aber eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieses Faches ist der Fluch, den Tom Riddle darauf gelegt hat, nachdem seine Bewerbung als Lehrer dafür abgelehnt wurde. Dieser Fluch hatte zur Folge, dass kein Professor diese Position länger als ein Schuljahr innehaben konnte, solange es dieses Amt gab. Tom Riddle hielt an seinem Fluch fest, und so hatte jeder Professor seinen eigenen Grund, die Rolle nach nur einem Jahr aufzugeben. Das traf auch auf Severus Snape zu, der trotz seiner Fähigkeiten und seines Wissens nie die Gelegenheit hatte, dieses Amt des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu übernehmen. Es gab zahlreiche Hexen und Zauberer, die während Harry Potters Zeit in Hogwarts den Posten des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste bekleideten. Einer, der die Position immer anstrebte, aber leider nie erhielt, war Severus Snape. Dumbledore hatte Respekt für Snape und erkannte, dass Snape für diese Rolle äußerst qualifiziert war. Warum gab er ihm also nicht, was er so sehr wollte? Nun, die vorherrschende Theorie besagt, dass Dumbledore wusste, dass die Stelle verflucht war. Er war sich bewusst, dass es unmöglich war, eine Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer länger als ein Jahr zu halten. Und er war sich auch bewusst, dass Snape etwas Schlimmes widerfahren könnte, wenn er ihm diese Position überlassen würde. Aus diesen Gründen gestattete er Snape nie, Professor für dieses Fach zu werden, einfach um ihn zu schützen. Kommen wir zur Theorie Nummer 3. Und diese nächste Theorie, die ich hier präsentiere, dreht sich um Harry Potters und Snapes erste Begegnung in Snapes Zaubertränkeklasse im ersten Schuljahr. Es wird angedeutet, dass Snape in diesem Augenblick möglicherweise eine geheime Nachricht an Harry übermitteln wollte. Dieser bedeutende Moment ereignete sich gleich zu Beginn der Buchreihe in Harry Potter und der Stein der Weisen, als Harry zum ersten Mal Snapes Zaubertränkeklasse besuchte. Snape, der bereits von Anfang an misstrauisch gegenüber Harry war, machte unmittelbar deutlich, dass er Harry nicht mochte. Er spottete über ihn als die neue Berühmtheit von Hogwarts, bevor er ihn mit verschiedenen magischen Kräutern konfrontierte. Trotz seiner Berühmtheit hatte Harry bis vor kurzem nichts von der Welt der Zauberer gewusst, was bedeutete, dass er keine Chance hatte, Snapes Fragen richtig zu beantworten.
Das wusste Snape zweifellos und hoffte, Harry damit in Verlegenheit zu bringen. »Mr. Potter, unsere neue Berühmtheit. Sagen Sie mir, was würde passieren, wenn ich pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufüge? Sie wissen es nicht? Lassen Sie es uns erneut versuchen. Wo, Mr. Potter, würden Sie suchen, wenn ich Sie bitten würde, ein Bisoir zu finden? Schade. Offensichtlich ist Ruhm nicht alles, nicht wahr, Mr. Potter?« Auf den ersten Blick scheint dieser Dialog nur zu zeigen, dass Snape Harry ein wenig ärgern möchte, indem er ihm bewusst Fragen stellt, auf die er keine Antwort weiß. Die Theorie, die ich hier ansprechen möchte, besagt jedoch, dass Snapes Fragen in Wirklichkeit eine geheime Botschaft an Harry übermitteln. Dennoch handelt es sich nicht um eine Nachricht, von der er erwartet, dass Harry sie jemals verstehen wird. Snape ist eine facettenreiche Persönlichkeit und die besagte Botschaft war ausschließlich für sein eigenes Verständnis bestimmt. Lasst uns mal die versteckte Botschaft von Snape genauer betrachten. Seine erste Frage an Harry lautet wie folgt. Was würde geschehen, wenn ich eine pulverisierte Asphodelwurzel zu einem Wermutaufguss hinzufügen würde? Das Interessante daran ist, dass laut der viktorianischen Blumensprache Asphodel tatsächlich eine Art von Lilie repräsentiert. Und diese Lilie symbolisiert Folgendes. Mein Bedauern begleitet dich bis ins Grab. Der zweite Teil von Snapes Frage, Wermut, weist auf Abwesenheit hin, was auf Kummer hinweist. Wenn man sie zusammenführt, könnte dies also als Ich bedauere Lillys Tod zutiefst interpretiert werden, was natürlich von großer Bedeutung ist, da Lily Harrys Mutter war, die einzige Frau, die Severus Snape je geliebt hat. Das hat irgendwie eine bemerkenswerte Tiefe, oder? Um dies weiter zu unterstreichen, enthält Snapes Frage sogar eine Andeutung auf seinen eigenen Tod, da man früher glaubte, dass Asphodel ein Heilmittel gegen Schlangenbisse ist, an den Snape schließlich tatsächlich stirbt. Kommen wir zu Nummer 4. Felix Felicis, auch bekannt als flüssiges Glück, wird im Halbblutprinzen der Harry Potter-Reihe vorgestellt. Dieser Zaubertrank ermöglicht es dem Konsumenten, auf einfache Weise in allen Unternehmungen erfolgreich zu sein. Professor Slughorn, der Lehrer für Zaubertränke in Hogwarts, gab an, dass er im Laufe seines Lebens zweimal flüssiges Glück eingenommen habe, was jedes Mal zu einem perfekten Tag führte. Ein Zaubertrank wie flüssiges Glück hat sicherlich eine gewisse Anziehungskraft, aber es ist auch erwähnenswert, dass sein Brauen nicht ganz einfach ist. Ich zweifle nicht daran, dass im Laufe der Jahrhunderte viele erfahrene Trankbrauer versucht haben, das Gebräu herzustellen und daran gescheitert sind. Eine verbreitete Theorie über Snape besagt, dass alle Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, wie das Werben um Lily, das Scheitern als Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor, das Opfer von Mobbing und die Schuldzuweisung für Dumbledores Tod, allesamt aufgrund eines misslungenen Felix Felicis Trankes aus Snapes Jugend zurückzuführen sind. Snape war ein leidenschaftlicher Trankbrauer und es steht außer Frage, dass er versucht hat, diesen Zaubertrank herzustellen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Snape verschiedene Methoden ausprobiert hat und dabei gescheitert ist, da er Anweisungen zum Brauen des perfekten Tranks in seinem eigenen Lehrbuch für Zaubertränke hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dafür zahlreiche Versuche erforderlich waren. Könnte es also tatsächlich sein, dass Snape eine schlechte Mischung des Trankes getrunken hat und deswegen so unglücklich war? Kommen wir nun zur Theorie Nummer 5. Severus Snape ist lebendig. In den Heiligtümern des Todes sehen wir, was wir für Snapes Tod halten, nachdem Voldemort glaubt, dass er Snape töten muss, um der wahre Besitzer des Elderstabs zu werden. Natürlich erfahren wir später, dass Snape umsonst gestorben ist, da er nie der wahre Besitzer des Elderstabs war und er wurde trotzdem unnötigerweise von Voldemort getötet. Interessant an Voldemorts Tötung von Snape war jedoch, dass er es selbst nicht vollzogen hat. Er setzte Nagini ein. Es geht nicht anders, sagte Voldemort. Ich muss den Zauberstab kontrollieren, Severus. Beherrsche den Zauberstab und ich werde endlich Potter kontrollieren. Und Voldemort führte eine Geste mit dem Elderstab aus. Snape schien für einen kurzen Moment zu glauben, er sei befreit worden, doch dann wurde Voldemorts Absicht deutlich. Der Käfig der Schlange schwebte durch die Luft und bevor Snape etwas anderes tun konnte als zu schreien, hatte sie ihn mit Kopf und Schultern ergriffen. Während Voldemort in Puzzlesprache sprach, töte ihn. Ein furchtbarer Schrei erfüllte die Luft. Harry sah, wie Snapes Gesicht die letzte Spur von Farbe verlor, während seine schwarzen Augen weit aufgerissen waren. Die Reißzähne der Schlange bohrten sich in seinen Hals, während es ihm nicht gelang, den verzauberten Käfig von sich wegzuschieben. Seine Knie gaben nach und er stürzte auf den Boden. Dass Nagini Snape tötete, anstatt dass Voldemort Avada Kedavra anwandte, was zweifellos sein Leben beenden würde, lässt tatsächlich Raum für Interpretationen. Besonders da es angeblich Naginis Gift ist, das Snape schließlich sein unvermeidlichem Schicksal näher bringt. Harry sammelte die silbrige Substanz mit seinem Zauberstab auf, Snapes Tränen.
Als das Fläschchen randvoll war und Snape aussah, als ob kein Blut mehr in ihm wäre, ließ sein Griff um Harrys Robe nach. Die Hand, die Harry festhielt, sank zu Boden und Snape bewegte sich nicht mehr. Die oben genannte Passage lässt vermuten, dass Severus Snape gestorben ist. Jedoch zu Beginn des nächsten Kapitels sollten wir berücksichtigen, dass Harry fast unmittelbar nach Snapes Ableben abgelenkt wird. Harry kniete weiterhin an Snapes Seite und starrte einfach nur auf ihn hinunter, bis ganz plötzlich eine hohe, kalte Stimme so nah zu ihm sprach, dass Harry aufsprang, das Fläschchen fest in den Händen hielt, weil er dachte, dass Voldemort den Raum wieder betreten hatte. Einiges lässt vermuten, dass Snape vielleicht nicht wirklich gestorben ist. Erstens hat Harry nicht tatsächlich verweilt, um sicherzustellen, dass Snape wirklich gestorben ist. Er schien zwar so, doch in unserer magischen Welt ist es auch durchaus möglich, dass er überlebt hat. Und es fällt auch auf, dass Snapes Leiche weder gefunden noch erwähnt wurde. Nach der Schlacht von Hogwarts wurden alle Leichen entdeckt, einschließlich derer von Todessern und Vertrauensschülern. Harry sah die Leichen von Menschen, die er kannte und liebte, wie Lupin und Fred und Tonks, und vorausgesetzt, dass Harry von Snapes Opfer wusste, ist es anzunehmen, dass auch sie nach seiner Leiche gesucht hätten. Snape wurde von Nagini gebissen und starb wahrscheinlich an dem Schlangengift. Doch hier gibt es auch ein auffälliges Problem. Snape war ein Meister der Zaubertränke, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass er kein Gegenmittel kannte oder bei sich trug, insbesondere da er während des Krieges die gefährliche Rolle eines Spions spielte. Snape war äußerst klug und hätte wahrscheinlich Vorkehrungen für alle Eventualitäten getroffen, einschließlich eines Bisses von Nagini. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Gift ihn nur gelähmt und in einen komatösen Zustand versetzt hat. Viele Schlangengifte können genau das bewirken und dieser komatöse Zustand könnte leicht mit dem Tod von Snape verwechselt worden sein. Harry hat Snape nach seinem Tod nie gründlich untersucht. Wenn Snape also ein Gegengift genommen hätte, bevor er gebissen wurde, könnte es einfach einige Zeit gedauert haben, bis es wirkte. Außerdem glaube ich nicht, dass Snape verblutet ist, da er sogar seinen eigenen Gegenzauber entwickelt hatte, um das Austreten von Blut aus dem Körper zu verhindern, Vulnera Sanentur. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Snape möglicherweise nicht gestorben ist, besteht darin, dass Harry ihn nie im verbotenen Wald gesehen hat. Als Harry den Stein der Auferstehung benutzte, erschienen die Schatten seines Vaters, Sirius, Lupin und seiner Mutter, aber nicht der von Snape. All diese Menschen waren von großer Bedeutung in Harry Potters Leben. Die Tatsache, dass Snape nicht erschien, könnte entweder für oder gegen diese Argumentation sprechen, dass er nie gestorben ist. Das könnte aus folgenden Gründen bedeutsam sein. Erstens ist es wichtig zu wissen, dass der Stein dir diejenigen zeigt, die dir sehr nahe stehen und für die du starke Gefühle empfindest. In Anbetracht dessen, dass Harry zu diesem Zeitpunkt von all den Opfern wusste, die Snape für ihn gebracht hatte, würde man erwarten, dass Snape neben den anderen Schatten erscheinen würde. Snape hatte Harry jahrelang beschützt und war somit mit dem Ziel gestorben, ihn zu retten. Daher würde man erwarten, Snape zu sehen, oder? Das Problem hierbei ist nur, dass Snape einfach nicht auf der gleichen Ebene steht wie seine Eltern Sirius oder Lupin. Obwohl Snape große Opfer für Harry gebracht hat, war Harry sich dessen nicht bewusst bis kurz vor der Übergabe des Steins. Seine Gefühle für Snape waren noch nicht gefestigt, da er erst kürzlich seine Meinung über den Mann geändert hatte, der ihn einen Großteil seiner Jugend lang gequält hatte. Außerdem sollte der Stein ihm die Möglichkeit geben, sich von den Menschen zu verabschieden, von denen er sich nie verabschieden konnte. Und mit Snape bekam er eigentlich schon diese Gelegenheit. Es gibt schon Für- und Gegenargumente für diese Theorie, aber sie ist nicht so unwahrscheinlich, wie man glaubt. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren unter dem Video. Und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.